Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Einfaches Essen. In diesem Video habe ich wieder ein paar Chips und zwar von Lay's. Kannte ich gar nicht. Also wüsste ich jetzt gar nicht, dass ich die Marke überhaupt schon mal gesehen habe oder so. Ne? Und zwar mit dem Werbegesicht von Messi. Deswegen wurden die jetzt aber nicht gekauft. Ne? Also keine Ahnung, ich gucke keinen Fußball und ich glaube ohne Witz jetzt, ich glaube, ich hätte nicht mal gewusst, dass das Messi ist, wenn es hier nicht stehen wird. Geschmacksrichtung ist Smoked Bacon. Lass uns mal umdrehen. Wir haben hier 175 Gramm und die ganze Tüte hat 945 Kalorien, habe ich mal ausgerechnet. Hier oben sind einmal die Zutaten, falls ihr das lesen möchtet. Knusprige Kartoffelchips, bam! Der unwiderstehliche Geschmack von Lay's, voller Geschmack mit jedem Biss. Hergestellt aus 100% besten Zutaten, ohne künstliche Farbstoffe. Und Nummer 1 Chipsmarke der Welt. Und ich sage eben noch, ja, ich wusste gar nicht, dass ich die überhaupt schon mal gesehen habe. Also, ja. Aber wie gesagt, ohne Witz, also wüsste ich nicht. Lass uns mal aufmachen. So sehen sie aus. Lass uns mal einen Teller holen. Oh, ich rieche die auch schon ein bisschen, glaube ich. Ja, also das, ja, okay. Also es riecht auf jeden Fall nach Bacon, muss man sagen. Also das schon. Lass mich mal probieren. Ich weiß gar nicht, sind hier Kräuter drauf? Sieht so ein bisschen so aus, ne? Lass mich mal probieren. Gerade mal so ein bisschen abgeleckt. Ja, schmeckt nach Bacon, auf jeden Fall. Ja, knusprig auch, ne? Ja, also Geschmack ist nicht schlecht. Also wenn jetzt einer wirklich so einen Bacon-Geschmack mag oder möchte, also ich würde schon sagen, dass das nach Bacon schmeckt. Das ist auf jeden Fall eigentlich. Ob geräuchert, weiß ich jetzt nicht, aber doch, kann schon sein. Ja, ist okay. Preis weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, man kriegt die zum Beispiel im Penny. Beziehungsweise habe ich letztes Mal, glaube ich, im Penny diese noch gesehen oder diese Marke jedenfalls. Die liegen hier schon ein bisschen länger, also weiß ich nicht mehr genau. Aber wenn ich das jetzt so überfliege mit den Zutaten, also Kräuter sehe ich jetzt hier eigentlich nicht, ne? Komisch. Keine Ahnung. Also Geschmack ist aber gut. Habt ihr die schon mal probiert und kennt die Marke überhaupt? Also, wie gesagt, sagt ihr mir eigentlich jetzt nicht so richtig, ne? Okay, alles klar, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.